And the loan was in the new garage. And my hot chicks give me slowly massage. And when I see you winner when you draw. And I love when the bitches in the dark. And then there was in B2K, the scene in the dark. Feet, yeah. Girlfriend. Everything I want. Girl. Ist er Piper? Ja, genau, Girlfriend. Sehr gut. Schein, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Auch sehr gut. Bevor wir anfangen. Ich habe immer Angst, dass irgendwas kommt. Nein, ich sag was Korrektes, wirklich. Ich möchte was sagen, was mir wichtig ist, als Person. Wirklich, weil ich sehr viel Wert darauf lege, ein Vorbild zu sein, ne, und den Menschen was mitzugeben. Seit wann? Und deswegen, nee, wirklich. Und deswegen möchte ich sagen, ist mir auch wichtig für die Leute, die mich kennen, die meinen Charakter kennen. Da kommt irgendwann ein Stoß. Nein, jetzt kommt wirklich. Ich wollte sagen, dass wenn ein Mann eifersüchtig ist, dass er Ego-Probleme hat. Nein, das stimmt nicht. So, ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht deiner Meinung. Nee, warte, ja, du musst nicht meine Meinung sein. Das war eine Meinung. Deswegen, meine Damen und Herren, legt eure Eifersucht ab, ja, weil ihr habt Probleme mit euch selber. Ja, das stimmt. Ich finde, ihr solltet einer Frau keine Grenzen aufzeigen, ja. Der musst du direkt übertreiben. Es ist einfach, seid tolerant. Wenn, also ich meine das ernst, wenn deine Frau zum Beispiel sich für den Playboy ausziehen will, dann lass sie machen. Denn wichtig ist, das ist das Wichtige, meine Damen und Herren, dass sie abends neben dir schläft. Weil gucken, Appetit holen kann man sich, aber gegessen wird. Also Stulli, entweder hat er einen Deal von irgendeiner deutschen Fernsehsendung, er bereitet sich dafür vor. Also irgendwas. Ich passe mich an für den Weltrekord. Ich versuche so Dings zu sein. Ich sag nur geile Statements heute. Okay. Wenn wir schon gerade dabei sind, ist ein cooles Thema übrigens. Ich finde, man muss nicht immer schwarz-weiß denken haben. Genau. Nicht immer das Extreme. Genau. So. Ich weiß, warum er das sagt, ja. Und das ist schon asozial. Schon sehr, sehr asozial. Nein. Aber gut, wir reden darüber. Meinung. Ich hörte wir reden darüber, kein Nein, Problem. Red nicht in meine Meinung rein. Ja, ich will jetzt bald die Langste erinnern. Ich muss ein gutes Standing haben. Ja, aber ich kann ja meine Meinung sagen. Ja, klar. So. Ich finde, oder ich glaube, dass Eifersucht, ja, also eine gesunde Eifersucht, eine gesunde, die normal ist, nicht das, was du für normal hältst, sondern was normal für die Gesellschaft ist. Ja. Finde ich, ist schön und süß eigentlich. Und gehört dazu. Wenn du gar nicht eifersüchtig bist, denke ich, dass du auch nicht diese bedingungslose Liebe hast. Doch. Ich finde Eifersucht schlecht. So. Natürlich gibt es leider Leute, die übertreiben mit ihrer Eifersucht. Frauen wie auch Männer. Sperren ein, verbieten alles. Aber warum überhaupt eifersüchtig sein? Warum überhaupt einer Person? Es gehört so ein bisschen zur Liebe dazu. Aber es ist schöne Eifersucht. Das ist Kontrolle, das ist keine Liebe. Kontrolle? Ja. Nein. Ich finde das eine schöne Sache. Wenn man ein bisschen eifersüchtig ist, gesund, so dass man den Partner nicht schadet damit. Ja. Trink 2 Liter Wasser am Tag. Ja? Ja. Mindestens, circa? Nö, 2 reicht. Nicht mindestens. Ich trinke ja teilweise 3 Liter. Ja, du bist krass. Ja. Okay, jetzt. Wenn du wegen dem Weltrekord dich jetzt anpasst. Ja. Was war das für eine Story gestern? Gestern? Mhm. Guck mal, heute ist Montag, ich habe heute angefangen, mich zu ändern. Achso, gestern nicht? Nein. Die Woche ist zu Ende. Ja. Das heißt, jetzt, wir dürfen nicht mehr die letzte Woche reden. Nein, ich habe mein neues Ziel genommen. Heute bin ich aufgestanden, heute bin ich ein neuer Nisa. Und das hatten wir schon mal mit dem neuen Nisa. Ja. Und es hat nicht mal 3 Sendungen geklappt. Ja, aber manchmal braucht man mehrere Anläufe. Ne? Bist du rückfällig geworden? Ja, genau. Du bist wie so ein Methadonsüchtiger. Ja. Jetzt bin ich der neue Nisa. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Ja. Jetzt im Ernst. Ja. Du bist ja ein Typ, also ich kenne keinen Menschen, der so eine krasse Empathie hat wie du. So, sich in Lagen von Menschen versetzen. Ja, voll. So, ich kenne ja keinen krasseren. Keinen, der davor verurteilt. Kannst du dir vorstellen, ja, wirklich, dass jemand so Crystal Meth nimmt, ne? Ja. Und so süchtig wird und das Verlangen hat, ich muss das machen und dafür Einbrüche macht, nur um diesen Kick zu haben. Kannst du dir vorstellen, dass wegen so einem Kick Leute wirklich süchtig sind? Weil ich kann mir das null vorstellen. Es geht ja noch weiter. Weil ich war ja noch nie süchtig. Es geht ja noch weiter. Es gibt Leute, die verkaufen. Außer nach Liebe.
gibt Leute, die verkaufen sich sogar für Crystal Meth. Ja, aber wie kommt das? Ja, anscheinend löst das sowas Krasses in dir aus. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also es geht nicht mal, dass ich sage, ich kann es mir so ein bisschen... Nein, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Gar nicht? Null. Also wie ich? Ja. Ich glaube auch nicht... Ja, okay, das wäre jetzt respektlos, das zu sagen, weil ich bin der neue Nizar. Es ist schwer für mich vorzustellen, dass, weil das sagt man ja, dass Heroin, also das wird ja oft gesagt, die einzige Droge ist, nach der du sofort süchtig bist. Bedeutet, viele Leute haben gesagt, ey, ich mach's nur einmal, ich will einmal wissen, was ist, und du bist direkt süchtig. Deswegen so meine, ich kann mich das nicht vor, was soll da drin sein? Also ich glaube, dass es so ist, ja. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, weil was soll da drin sein, dass du so durchdrehst, dass du deinen Vater verkaufst, um so die nächste Spritze zu machen? Das meine ich. Warst du schon mal süchtig nach irgendwas, wo du sagst, okay, ich konnte nicht aufhören damit, egal was, ob es jetzt Chips ist oder irgendwas, bei uns ist sowieso alles harmlos. Ja, ich würde schon sagen, dass ich Cola Zero süchtig bin. Ja? Ich glaube schon, ja. Wirklich. Aber das heißt... Aber nee, ist falsch ausgedrückt, weil ich weiß, nach was... Aber jetzt ist nicht süchtig, dass ich so weine, wenn ich kein Cola Zero am Tag trinke und schlechte Laune habe. Aber was habe. Ist, wenn man dir das wegnehmen würde? Es fehlt aber jetzt nicht so, dass ich mein Leben verändere, deswegen. Nee. Ja, okay. Dann ist es keine Denkst Sucht. Du, jetzt mal im Ernst, ohne Sprüche, denkst du, ich bin Shisha-süchtig? Also sind wir alle süchtig? Bei denen weiß ich nicht, aber du bist auf jeden Fall süchtig, weil du hast auch diese Symptome eines Süchtigen. Nein, wirklich, du hast ja gesagt, ohne Sprüche, deswegen versuche ich ernst zu antworten. Ja, du hast so, man merkt so teilweise, deine Laune verändert sich. Ich komme das ja mit, ich habe ja schon tagelang mit dir rumgehangen. Du brauchst das, du brauchst es nach dem Essen, du brauchst es, um runterzukommen. Es ist jetzt... Aber das ist ja nur Placebo. Ja, genau, das sowieso, aber es gibt ja natürlich Abstufungen. Natürlich hast du jetzt nicht die Sucht, dass du deine Mutter verrätst, ja, um eine Shisha zu kriegen. Das hast du nicht, ne? Wissen wir noch nicht, kommen wir nicht in diese Situation... Also, wir können es doch nicht beurteilen. Dass du deine Freunde verkaufst oder so, das hast du nicht. Aber, guck mal, ich habe ja schon mal mit so einem Typ geredet, der auch in der Sucht, der mit süchtig, wie nennt man das? Der in der Dings arbeitet. Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Carsten Stall. Nein. Der auf jeden Fall mit Süchtigen arbeitet, ne? Und mit Rückfälligen, ne? Ja. Und der meinte auch zu mir, weil ich habe ihn mal gefragt, was ist, wenn. Ab wann gilt man als süchtig? Und hat er gesagt, er hat selber schon mit Leuten diskutiert, wo sich nicht der Charakter ändert, die nicht jetzt zum Beispiel ihre Frau schlagen oder Einbrüche begehen oder so viel Alkohol trinken, dass die kotzen. Aber der sagt, immer nach dem Feierabend, wenn ich nach Hause fahre, muss ich an meiner Stammkneipe vorbei, um ein Feierabendbier trinken. Er ist ganz normal, er macht nur das. Und er hat gesagt, das ist auch eine Sucht. Der ist auch süchtig. Er versteht es nicht, weil man hat im Kopf, Sucht es nur, wenn du so halbnackt durch die Straße läufst und so Mülleimer nach irgendwelchen Sachen so. Aber der ist auch süchtig, weil du siehst, er kann nicht nach Hause nach der Arbeit fahren, ohne sich einen Pilz zu gönnen. Und das ist laut, also diesem Typ, den ich geredet habe, ist das auch eine, das ist eine Sucht, weil er das machen muss. Er kann nicht leben ohne diese, ohne dieses Feierabendpilz. Und wenn man das bedenkt, dann würde ich sagen, dass ich Cola Zero süchtig bin, ja. Jetzt nicht, wie gesagt, es ändert nicht meine Laune, es ist nicht essentiell für mich, aber ja, ich gehe es immer einkaufen, ich hab's immer zu Hause. Okay, aber Shisha ist schon so bei mir. Also guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel zu dir fahren oder nach Düsseldorf oder nach Köln, dann sage ich ja zu Reda, ey, lass mal vorher nochmal einen Kopf rauchen. Ja, und bei dir, wir müssen immer einplanen, wie wir Shisha rauchen. Wenn ich auftrete, also wir müssen immer planen, wo gehen wir danach hin. Ja. Aber ich könnte ja auch so nach Hause fahren. Ja, deswegen, wir müssen in der Lanxess Arena. Ja, da machen wir Shisha Backstage. Ja, da muss aber ganz viel. Da muss, das muss blubbern, Alter. Ja, das muss richtig blubbern. Ja. Das ist so, aber die Frage ist nur, weil dieser Typ das zu mir gesagt hat, heißt es ja nicht, dass das stimmt. Man muss ja selber definieren. Ist der Typ, der seinen Feierabendpilz braucht, alkoholsüchtig? Nee, aber ich glaube, der braucht das. Man braucht, guck mal, ich weiß ja, dass die Shisha mich an sich, die Shisha hat keine chemische Substanzen drin, die mich ja wirklich tatsächlich runterholt. Ist das so? Nikotin ist einfach nur beruhigend. Ich weiß nicht mal, ob Nikotin beruhigend ist. Weil, guck mal, du musst überlegen, da ist ja Nikotin, was ist da drin? 0,02 auf 250 Gramm. Okay, aber wenn es nicht beruhigt, warum müssen Raucher, die wir auch in unserem Freundeskreis, immer nach dem Essen eine rauchen? So ein dreht er durch. Ich glaube, ich muss eine rauchen. Guck mal, die meisten Leute, die mit Rauchen aufhören, fangen an, danach irgendwie zum Beispiel mit diesem Testspiel zu spielen. Ja. Oder fangen an,
irgendwas zu holen. Ja. Ich glaube, es ist die, auch wenn die Leute naschen, dass es nur, dass du irgendwas machst, weil du ein Ritual hast. Wenn du weißt, guck mal, es kann ja nicht sein, dass jeder Mensch, der gerade isst und Raucher ist, plötzlich aufstehen muss, einen rauchen. Ich glaube, das ist so ein Gesellschaftsding. Ja, aber Nikotin macht abhängig. Das ist schon auf jeden Fall... Ja, abhängig. Aber was macht das? Warum bist du abhängig dann davon? Guck mal, wir haben hier einen Nachbar. Immer wenn er ins Auto einsteigt, egal wann ich ihn sehe, macht er sich eine Zigarette an. Ja. Immer wenn er einsteigt. Das heißt für mich, das ist nur so eine Gewohnheit, er verbindet das Auto einsteigen mit Rauchen. Das meine ich damit. Okay, ich weiß, was du meinst. Du unterscheidest, guck mal, das ist auch eine Sucht, du entscheidest aber von so einer Art Placebo-Sucht. Genau. Weil du sagst, die ist nicht da, die bildest du dir ein. Und von einer Sucht, wo dein Körper wirklich abhängig ist. Aber bei Nikotin oder Heroin zum Beispiel, da weiß man, dass der Körper abhängig dann von dieser Substanz ist. Genau. Sie macht dann was mit dir, so brauchst das. Zum Beispiel, es gibt ja auch, jetzt sollte ich das sagen, es gibt ja auch, wenn man an unseren Kollegen R. Kelly denkt und seine Songs hört, die Sucht nach Zweisamkeit. Ja. Mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen. Ne? Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass das auch nicht eine Sucht ist. Das bildest du dir ein, denke ich zum Beispiel. Man sagt ja, ey, der ist dingsüchtig, glaube ich nicht. Weil was soll da sein, dass du so eine Sucht entwickelst? Doch, kann sogar sein. Vielleicht. Also glaubst du also wirklich an, dass man sagt, ey, der ist krank, der ist süchtig danach, der muss es so 17 Mal am Tag machen? Oder ist es einfach, er mag es? Wie jemand, der gerne Pistazien isst. Ja, okay, da muss man differenzieren. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der menschliche Körper abläuft, ja. Aber wenn du zum Beispiel diesen Trieb bekommst oder genau. Lust bekommst, dann muss ja was ausgeschüttet werden. Ja. Vielleicht wird das in seinem Gehirn 10-fach mehr ausgeschüttet als bei normalen Leuten. Das ist ja ununterbrochen daran. Genau. Denkt. So das, ununterbrochen. Es, so gibt's ja auch, es gibt ja auch diese Transbehinderte, hast du gesehen? Ja, okay, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Okay, warte mal. Das heißt, du glaubst auch, dass jemand wie diese extrem übergewichtigen Leute, dass die essenssüchtig sind? Oder ist das eine Kopfsache? Oder ist das der Körper? Nein. Ich muss morgens, du weißt ja, diese, wie man diese Dokumentation sieht, dass die morgens aufstehen und 9 Burger direkt essen. Hand in die Chips-Tüte, sofort. Ich glaube, dass schon der Hunger, der Appetit da mitspielt. Aber ich denke, dass auch so, dass das Gehirn ist. Weil alles ist ja mit unserem Gehirn steuerbar. Ja, genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass also, das also du sagst, Essenssucht ist auch hier. Genau. Aber diese GV-Sucht, ist die auch hier oder denkst du, die ist körperlich? Ich denke, dass sie auch im Gehirn ist. Also die ist nur hier? Ja. Da ist nicht, dass dein Körper, oh, ich brauche das, ich muss es. Nein. So. Ja, glaube ich auch. Was mit Zucker? Ja, Zucker glaube ich, dass du süchtig werden kannst nach Zucker. Aber, ja? Ja, man braucht Zucker halt auch, ne? Für den, ja, okay, aber das verändert was an deinem Körper. Man weiß, wenn man Zucker zu sich nimmt, egal, jetzt man muss das auch nicht, also ob synthetischer Zucker oder Fruchtzucker. Deswegen, man merkt das ja auch, wenn du zum Beispiel, wenn ich so Bock drauf habe und ich beiß dann in so eine knackige Birne rein oder esse so eine leckere Kirsche, dann verändert das was im Kopf. Du hast so direkt gute Laune. Das ist wie wenn du so einen Schokoriegel isst. Das heißt, da weißt du, das löst dir auf jeden Fall was im Körper aus. Das, ja, aber es ist okay. Abgesehen vom GV, in die ähnliche Richtung, es gibt ja auch, dass die Leute sagen, man hat Pornosucht. Denke ich auch, ja, gibt's. Auch Kopfsache. Aber auch Kopfsache, das ist nichts Körperliches. Das ist alles Kopfsache. Was mit Spielsucht? Auch Kopfsache. Aber das ist ja, führt ja, es gibt ja Leute, die extrem sind. Also man ja, hat ja von Leuten gehört, der verspielt das Geld, womit er für seine Kinder Windeln kaufen muss, der wirft es einfach, er kann nicht. Ja, ich denke, dass das auch im Gehirn ist, weil, guck mal, wenn es nicht im Gehirn wäre, dann könnte man ja nicht therapieren. Aber du kannst ja Spielsucht therapieren. Ja, ohne Medizin, genau. Ohne Medizin. Ich denke einfach, bei der Spielsucht ist es einfach diese Hoffnung. Andersrum. Ich glaube, dass Spielsucht nur was mit Glücksempfinden zu tun hat. Aber dass man sagt, du verlierst 20 Mal. Eben. Du verlierst 20 Mal. 100 Mal. Fühlt sich schlecht, dann willst du aber nur so ein Erfolgserlebnis haben. Aber kennt ihr diese Leute, die jeden Cent, den sie irgendwie in die Hand kriegen, einfach in Automaten tun? Oder du gehst mit denen in einen Dönerladen. Du gehst in den Dönerladen, er kann nicht, während du, er holt Geld und wirft das an einem Automaten im Dönerladen.
und muss dann da auch krank. Weißt du, ich auch nicht. Ich glaube, dass auch viele, also Jungs, die ich kenne, die am Automat spielen, so in der Shisha-Bar. Die Sucht so. Kann ich auch, die haben wirklich eine Sucht. Weißt du, was ich bei denen sehe? Manchmal, ich sehe wirklich, dass es einfach Zeitvertreib für die. Genau, ja. Weil die nicht wissen, was sie zu tun haben, oder? Ja, so. Aber dieser Zeitvertreib nimmt dir extreme Ausmaße an, weil du, wie gesagt, du hältst am Dönerladen, du sagst, ey, ich hol kurz eine Pommes. Und in diesen 4 Minuten wirft dein Zwanni wieder rein, in diesen Automat. Und zockt, während du aber, eine Ticket. Aber guck mal, diese Spielautomaten, ne? Diese, was überall steht, in Bars und so. Ja. Die habe ich bis heute nicht verstanden, warum Leute das machen. Weißt du, warum? Ich glaube, das setzt sogar... Guck mal, Lotto, also das ist jetzt keine Ansage, dass wir Spielereien verherrlichen, ne? Also Spielsucht, auf jeden Fall sowieso, soll alles ist eine Spielsucht. Ja. Ob es Fußballwetten ist, ob es Lotto, wir verherrlichen hier gar nichts. Ja. Ne? Ich verurteile das sogar. Wir reden nur darüber. Ja. Das ist, Lotto kann ich so ein bisschen verstehen. Ja, ich auch. Du machst so 2 bis 5 Euro. Und du hast diese Hoffnung so 50 Millionen. Ich weiß, was du meinst. Man hat da mehr Sympathie für. Man kann es verstehen, auch, obwohl ich das auch falsch finde. Aber man kann es verstehen, weil man denkt sich, der spielt für 5 Euro in der Woche. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass er sein Hab und Gut verliert. Genau. Ja. Und wenn mal so ein Schein kommt und wenn er mal so 200 Euro gewinnt, dann freut er sich, geht er mit den Kindern weg. Stimmt, das ist so von all diesen Sachen das kleinste Übel. Das genau. Echt, dann zum Beispiel bei Fußballwetten kann ich das auch noch so ein bisschen verstehen, weil ich sage, okay, du hast zum Beispiel eine Mannschaft, du machst einen Schein zwischen 2 bis 10 Euro, kannst aber auch so 1.000 bis 2.000 Euro gewinnen. Dann verstehe ich, dass der Reiz da ist. Aber bei diesen Automaten verstehe ich das gar nicht. Weißt du warum? Du investierst zwischen, keine Ahnung, 50 Euro teilweise am Tag. 50 Euro? 100 Euro am Tag. Was kannst du aber höchstens gewinnen? Was kann man gewinnen, Dulli? Also ich war schon mal, glaube ich, dabei, als einer 700 Euro rausgeholt. Ja, Bruder, aber da gehe ich für 700 Euro spiele ich schon nicht jeden Tag. Ja, überleg mal, das ist so gar keine Relation. Guck mal, die Stunde, die ich da verbringe und jeden Tag arbeiten würde, diese 700 Euro könnte ich als Teilzeit verdienen. Ja, diese. Verstehst du? Die Relation stimmt nicht. Gar nicht. Was du investierst, die Zeit und was du höchstens gewinnen hast. Jetzt gibt es Leute, die sagen, du kannst 2000 Euro gewinnen. Ja, Bruder, für 2000 Euro setze ich mich doch nicht zwei Stunden am Tag dahin und versuche jeden Tag 20 Euro. Und du musst jeden Tag machen. Genau, das sehe ich ja bei den Leuten. Das sehe ich ja bei den Leuten. Die werfen so jeden Tag 50 Euro rein und dann holt er irgendwann mal so 800, 900 Euro raus und freut sich. Und dann denke ich mir, wenn ich so zurückrechne, du hast schon das Zehnfache da reingesteckt. Ja, die Bank gewinnt immer. Locker. Ja, Bank gewinnt immer. Okay, was ist mit Leuten, mit diesen fetten Kellerkindern, sorry, dass ich das sage, wo auch einige Krankenkassen das als Sucht empfinden, der die ganze Nacht Counter-Strike spielt oder GTA. Er hat gar keine Aktivität, dieses Kind, die werden übergewichtig, die fressen die ganze Zeit Schokolade, Chips und sind bis 8 Uhr morgens nur so am Zocken mit Headset. Guck mal, als wir einmal GTA eingerichtet haben, Reda und ich, ne? Also das hat wahrscheinlich Suchtfaktor, ne? Wir haben angefangen, also wir haben nur gesagt, ey, wir gehen mal kurz rein in GTA. Lass mich nicht lügen. Irgendwann sag ich zu Reda, wie viel Uhr haben wir? Der sagt, ey, wir haben 5:30. Und wir haben so 11:30 Uhr angefangen. Boah. Du hast das überhaupt nicht gemerkt. Du warst, guck mal, wie krank. Du hast die Realität komplett verloren. Ich habe nur Shisha geraucht und dann sag ich, ey, wieso mal Polizei kommt, ey, der ballert gerade auf mich und so. Du hast die Realität verloren. Was ich denn jetzt cool finde an so Twitch-Streamern, ne? Also an Abu, ne? Schöne Grüße, du geile Sau. Da ist zum Beispiel, die verdienen wenigstens Geld damit. Die Zeit ist nicht komplett verschwendet. Das heißt, die machen enorm viel Geld, ja? Lass 10.000 bis 25.000 Euro im Monat sein, nur dass sie zocken. Das verstehe ich dann wieder, aber du siehst auch, die haben trotzdem ihr Privatleben, weil die sagen, um 19 Uhr oder 20 Uhr fange ich an, bis 2. Aber du vermittelst meiner Meinung nach trotzdem, nicht vermittelst, du inspirierst, unbewusst vielleicht, Kinder auch dazu, dass sie sagen, ey, ich gehe nicht mehr in die Schule, ich studiere nicht, ich lerne nicht, guck mal, der zockt ja auch 5 Stunden am Tag und ich mache Geld. Und das siehst du. Das siehst du. Ja, ich rede ja mit Lehrern auch und so, die sagen auch, ey, alle Kinder sagen zu mir, ich will nur zocken. Das kannst du aber nicht mehr verhindern. Die Welt ist so. Also ob ich jetzt sage, mach das nicht oder du oder, keine Ahnung, Elias Mbarek oder irgendjemand sagt, macht das nicht, wird es keiner machen. Wird es trotzdem jeder machen. Weil die Leute sehen das. Lass mal vom Streamen weg. Guck dir doch TikTok an. TikTok ist ganz krasses Beispiel. Noch schlimmer. Die Leute geben teilweise ihre Jobs auf, weil die sagen, ich gehe 4-5 Stunden live, ich kriege Aufmerksamkeit und kriege dafür am Tag 200-300 Euro und ich muss jetzt nicht mehr schuften. Einmal war ich ja live, dann kam so eine Dame,
hat sich bei mir so eingeladen, ne? Dann habe ich die gesehen. Und dann habe ich so meine Fragen gemacht. So, ey, was machst du beruflich? Wie alt bist du? Und so weiter. Dann sagt sie, ich bin Krankenschwester. Ich sage, ey, aller Applaus mal in den Chat. Geiler Beruf, ne? Ja. Ehrenhaft. Sagt sie, das ist der größte Scheiß. Warum? Sag ich, ich arbeite manchmal teilweise 13, 14 Stunden für so einen mickrigen Lohn im Monat. Ich kündige jetzt sowieso bald, ich mache jetzt einfach TikTok. Ich gehe einfach hier ein paar Stunden live und verdiene einfach mehr als ich da. Das kannst du nicht mehr verhindern. Wir, die Jugendlichen, sehen das. Auch wie jeder damals Rapper werden wollte, oder früher Breakdancer, Rapper, DJ, gab es ja auch eine Zeit lang. Jeder wollte DJ werden. Wirst du sehen, dass jeder Influencer will. Weil die sehen, wie viel Geld... Aber dann verfällt die Gesellschaft, wenn das überhand gewinnt. Ja, das weil Ingenieure, Architekten, Chemiker, Biologen, die Macher der Gesellschaft, die sterben einfach aus. Und dann, wenn eine Gesellschaft nur aus Leuten besteht, die Lip-Syncing machen auf TikTok, ja, dann geht die Gesellschaft... Hast du nicht das Problem gesehen, was wir schon seit 2 Jahren haben? Oder 3? Oder sogar länger? Weißt du, wie viele Firmen Auszubildende suchen? Ja, das bekomme ich selber mit. Und keiner, die finden keinen. Und ich bekomme selber mit, weil ich selbstständige Freunde habe, die sagen, ey, die neue Generation, die ist so dumm, die können nichts. Und dann erzählen die mir, was die sich teilweise auf der Arbeit leisten, wo ich früher für 0,1% von diesem Benehmen rausgeworfen bin. Rausgeflogen bin aus der Arbeit. Und er sagt, ey, ich kann den nicht rauswerfen, weil... rauswerfen kennst du dich auch. Ja, da kenn ich mich sehr gut aus. Ich kann den nicht rauswerfen, weil ich habe niemanden. Das heißt, teilweise lassen Leute so Vollidioten bei sich arbeiten und lassen das über sich ergehen, weil die sagen, ey... Ich habe dann keinen Mitarbeiter. Guck mal, wir haben jetzt, wir suchen ja auch die ganzen Mitarbeiter, ne? Wie viele schreiben als allererstes, nicht mal, wer sie sind oder so, schreiben als allererstes, kannst du das auch von zu Hause aus machen? Homeoffice. Also ich sag dir, von 100 Bewerbungen, theoretisch 100, 90 schreiben, ey, wenn es Homeoffice ist, dann werde ich mich bewerben. Das heißt, die wollen gar nicht mehr raus. Ja, da merkst du aber auch diese Disziplin, dass da so ein Typ ist direkt raus. Weil du merkst ja schon seine Einstellung. Ja, jetzt gibt Homeoffice ist gut. Also ist gar nicht so schlecht. Weil du sparst Strom, du sparst Mitarbeiter vor Ort. Aber nicht für das, was wir brauchen. Weil hier allerdings, muss Interaktivität... Aber allerdings brauchst du das erste Jahr oder die ersten 2 Jahre Leute vor Ort, weil du musst ja etwas erschaffen. Und danach kannst du natürlich auch Freelancer holen oder Homeoffice-Leute, dass du sagst, ey, guck mal, 2 Tage in der Woche wegen Meetings bist du hier und 3 Tage in der Woche bist du zu Hause. Das funktioniert. Das machen ja viele Firmen. Es gibt ja auch jetzt diese 4-Tage-Woche in Schweden, was viele Firmen machen. Die arbeiten nicht mehr 5 Arbeitstage, sondern es gibt nur noch 4. Die haben gesehen in einer Studie und Statistiken von den Firmen die letzten Jahre, dass da viel mehr Effektivität von den Mitarbeitern waren, weil die mehr sich ausgeruht haben. Die hatten dann zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag frei, Montag bis Donnerstag voller Karacho gearbeitet. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Schönes, gutes System, 4 Tage Woche. Ja. Weil die leisten am Ende des Tages mehr, als wenn die 5 Tage da sind. Aber das Internet, Bro, es ist ganz einfach. Du bist heute, du musst, versetz dich mal in die Lage von den Menschen. Ich hau jetzt nur mal ein Beispiel raus. Ne? Mhm. Du bist jetzt jemand, der arbeitet jeden Tag, schuftet wie ein Schwein. Gehst noch in die Uni, ja, gehst 8 Stunden in eine Vorlesung und musst danach nochmal abends kellnern. Und dann bist du in einer Stunde zu Hause, wo du erschöpft bist und siehst einfach Foodblogger zum Beispiel, wo seit neuestem bist du ja auch Foodblogger. Genau. Dann siehst du, der reist in der Welt rum, isst einfach jedes Gericht, was er bestellen möchte, kriegt Geld dafür und ist noch bekannt. Ich verstehe, dass der Reiz sehr, sehr hoch ist und man auf sein eigenes Leben schaut. Ich glaube, dass auch viel mit Selbstbewusstsein auch zu tun hat. Dass man selber bewusst ist, ey, ich habe ein schönes Leben. Ja, genau. Man muss zufrieden. Die Leute sind nicht zufrieden. Was ich natürlich verstehe. Okay, anderes Beispiel. Theorie. Sagen wir mal, jeder Job würde jetzt 100% mehr verdienen. Jeder Job. Also man wird einfach das Doppelte kriegen. Genau. 100% Krankenschwester 1,5 kriegt jetzt 3. Ja. Bürokauffrau bekommt jetzt von 2 netto 4 netto. Ja. Das würde ich befürworten. Würden die ihre Jobs behalten oder würden die immer noch zu TikTok und so rennen? Das ist eine geile Frage. Das weiß ich nicht. Aber es ist eine sehr gute Frage. Es ist auch dieser, es ist auch teilweise dieser Schrei und dieses Verlangen nach Ruhm. Ja. Das macht, verpestet auch die Leute. Und man muss ehrlich sagen, sehr viele Leute auf TikTok, ne? Sorry. Allein wie die sich ausdrücken, wie die reden, wie die sich benehmen
Und ja, auch das so ist bei Katastrophe. Die sind ja wirklich dumm. Das sind so dumme Menschen. Ich weiß gar nicht, wie du dann stolz auf dich sein kannst. Oder weißt du, wie viele Leute ich schon for you. Also, weißt du, was meine Hauptaufgabe bei TikTok ist? Ich sehe etwas von irgendeinem Spinner. Ich gehe hin, diesen Inhalt mir nicht mehr anzeigen und blockieren. Geil. Ich habe bestimmt schon das über 180 Mal gemacht. Bestimmt, Minimum. Es werden mir immer noch Leute angezeigt, die einfach dumm sind, asozial, kein richtiges Deutsch sprechen, sich benehmen. Gerade diese Leute, wir versuchen das Beste zu zeigen im Internet, wie es auch anders geht, und diese Leute verpesten es. Ne, die verpesten es voll. Du siehst auch das. Aber was ist deren Ziel? Am Ende des Tages werden die genauso in ihrem Dorf oder in ihrem Ghetto sein und haben nichts verändert. Die haben nichts verändert. Ja, und die Leute dürfen sich auch nicht blenden lassen. Es gibt zum Beispiel, wir kennen selber Leute, die haben Millionen Follower auf TikTok oder so, aber das kannst du nicht in, das, was die machen und für die stehen, kannst du nicht in Geld umwandeln. Runter? Ja, das kannst du nicht in Geld. Das heißt, es ist nicht so, dass die dann, so. Das ist nicht so, dass die reich oder erfolgreich sind. Ja, und das, gut gesagt, also bei vielen Influencern, ne? Man denkt wirklich, ey, die sind alle reich, die fliegen in jedes Land. Nee, die haben kein Geld. Und die haben gar kein Geld. Gar weißt du, wie viele machen? Ey, Bruder, das ist schon dreist. Ja. Weil ich bin ja mit vielen Agenturen gut und die erzählen mir so immer ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, erzähl mal. Ich will auch irgendwie die Storys wissen. Zum Beispiel, es gibt dann so ein Influencer-Paar, die kennt man. Ja. Die reisen sehr viel rum. Ja. Weißt du, was die machen? Die schreiben jedes Reisebüro an. Also so richtig so bettelnd. 100 E-Mails mit Statistiken und so. Ey, wir würden gerne durch ihren Trip und bla bla bla. Dann irgendeinen finden sie immer. Weil jeden Tag steht ja ein Idiot auf. Ja. Das darf man nicht vergessen. Genau. Hier im Podcast stehen sogar zwei auf. Und dann finden die jemanden, der das bezahlt. Und dann reisen die hin, machen so ein paar Storys, markieren. Aber die sind schlau. Dass sie nicht, dass man nicht denkt, oh, das ist wieder gesponsert, sagen denen, ey, dieses klassische System, dass ich euch markiere, Reisebüro, ist voll veraltet. Ich mach's jetzt anders. Ich benutze jetzt Hashtags und Orte und allein durch den Ort und die Markierung und sage, ich habe mein Ticket über euch gebucht, weil ich einfach keinen Bock mehr aufs Internet habe, ist viel besser. Die Kunden sagen, okay, ich habe ja sowieso keine Ahnung vom Marketing, aber ich finde diese neue Methode cool. Was haben die damit bewirkt? Dass es nicht aussieht so, ey, danke an Nisa Air, danke, dass ihr mir das gesponsert habt, dass man sagt, okay, weil die wollen ja diesen Lifestyle, dass die sich selber das leisten können. Die verkaufen eine Illusion. Genau. Die sind wie Farid. Und weißt du, was viele machen? Zum Beispiel diese Santorini heißt das, ne? Da, wo die alles weiß ist und blaue Kuppeln, ne? Was die 90% der Influencer machen? Oder 90%? Die gehen nach Kos. Oder gehen auf eine andere Insel? Kos ist die erste Silbe von Koskesh, ne? Und ja. Ich wollte das nicht erwähnen. Asper. Ja, sehr gut. So. Die kaufen sich ein Tagesticket mit dem Schiff. Ja. Fahren eine Stunde, zwei Stunden rüber. Machen den ganzen Tag Videos und Bilder. Boah. Und dann gehen die zurück in ihren Doppelzimmer. Was ja nicht verkehrt ist. Ja. Aber sie... Sie tun so, als ob sie da sind. Genau. Es ist so wunderschön hier, es ist himmlisch. Genau, und dann reisen sie hin. Boah, hast du die eine gesehen, die gerade blamiert wurde im Internet? Mhm. Die postet so ein Bild in der Business Class, ne, im Flugzeug. Ja. Boah, jetzt kommt was Geiles. Und dann fotografiert ein anderer sie, wie sie im Economy wieder sitzt. Und dann zeigt den Zuschauern, ey, die hat das Foto in der Business Class gemacht und hat sich wieder zurückgesetzt. Oh mein Gott. Ich würde sowas niemals machen. Schäme mich. Dann mach doch einfach ein Bild. Ist doch stylisch. Ich würde sogar ein Bild in der U-Bahn machen, wenn ich da sitze. Wen juckt es? Ja, die Leute werden immer verrückter. Ja, und das ist ja diese... Hast du gesehen, diesen Privatjet, was man mieten kann? Nee. Es gibt irgendwo in Deutschland oder Holland ein Privatjet nachgebaut. Aber nicht nach außen, nur innen. Ja. Du kannst hin Fotos machen und dann gehst du. Kostet eine Stunde so 50 Euro oder 100 Euro. Dann sieht es so aus, ob du mit dem Privatjet fliegst. Und sag mir nicht, dass Leute das machen und posten und sagen, ja. Hey, ich fliege jetzt. Doch. Ey, wie kann man so ein schwaches Ego haben? Ich würde das niemals machen. Okay, die meisten Privatjets-Fotos, ne? Die meisten. Ich schwöre, ihr könnt das sogar nachkontrollieren. Du siehst nie den Himmel. Also du siehst nicht das Fenster. Es wird immer so ein Foto gemacht, dass man ein Fenster sieht, aber man kann nicht rausgucken. Warum? Warum ist jedes Foto so? Boah, ihr seid lächerlich. Ich schwöre, das ist schon echt peinlich. Das ist schon krass, gell? Aber ich habe es ja auch selber miterlebt. Zum Beispiel, was weiß ich, dass du
was weiß ich, du triffst einen Star, du gehst mit einem Star einkaufen. Der hat so eine Flasche, der hat so eine Tüte Pfandflaschen dabei. Und dann sagt er zu dir, ey, stell du dich bitte an, mir ist das peinlich. Dann sage ich, ja, aber du willst doch diese Pfandflaschen, du willst das doch zurückgeben. Du willst das doch. Ja, aber wenn die Leute das sehen. Sag ich, ja, und? Du hast Pfandflaschen, du gibst sie zurück, was ist dabei? Ja, aber ich kann das nicht machen. Wer war das? Freund kann, von dir? Kein Freund, aber so, das ist halt, ich hab, das ist eine Geschichte. Geschichte, wo jemand, der nicht mal ein Auto besitzt, er hat gar kein Auto. Und du holst ihn zum Beispiel ab und er sagt, ey, können wir nicht ein anderes Auto holen? Darf mich hier nicht sehen im Auto. Dann denke ich, aber du hast kein Auto. Sei doch froh, dass du wenigstens das. Ich bin froh, dass ich so komplett frei. Ich habe auch schon erlebt, dass du mit Leuten weggehst. Und er gibt dir Geld. Er gibt dir Geld. Die Geschichten sind so geil. Und sagt, ey, zahl du, weil wenn ich zahle, erwarten die Leute, dass ich 20 Euro Trinkgeld gebe. Ey, bist du behindert? Dann gib nicht 20 Euro Trinkgeld. Okay, das verstehe ich aber. Weil viele erwarten das auch von mir. Ja, und? Wenn ich irgendwo hingehe, die sagen, wenn ich... Ja, aber wenn du es nicht willst. Aber wenn ich nur 5 Euro gebe, die gucken schon dumm. Ich habe kein Problem damit. Echt? Ja. Du gibst doch immer fett Trinkgeld. Ja, aber nicht, weil aus... Ja, Moment. Aber nicht aus... Weil ich sage, ey, ich muss mich beweisen, nicht, dass der denkt, ich bin arm oder so. Ich gebe, weil ich es geben kann. Aber wenn ich zum Beispiel in den Dönerladen gehe, warte, wenn was ich in den Dönerladen... Hast du gehört? Warte, wenn ich in den Dönerladen... gebe, weil ich es geben kann. Warte, warte. Ah, was mit dieser 10-Euro-Uhr, Alter? Ich habe eine 10-Euro, guck mal. Sikere mal. Wenn ich in den Dönerladen gehe, ne? Wie kostet ein Döner? 3 Euro? Warum stotterst du jetzt? Ich stotter nicht, ich bin Dönerladen. Ne? Warum Dönerladen? Erzähl mal von diesen ganzen Fischrestaurants, wo du gehst. Ey, warte. Nein, du, warte. Wo gehst du überhin? Also, Sushi? Darüber können wir gleich reden. Wie viel kostet ein Sushi? Wenn ich in einen Dönerladen gehe, warte doch mal kurz. Gehst du nicht? Nimm das Sushi-Beispiel. Gehst du in keinen Dönerladen? Nein. Doch, ich gehe immer in die versiffte Läden. Du lässt immer, nein, du holst immer. Nein, warte. Lass mich kurz erzähl mir von der Sushi-Beispiel. Erzähl ich jetzt gleich, da kann ich kurz meinen Punkt zu Ende bringen. Ja, aber ich will, dass du die Dönerladen als Sushi ersetzt. Ja, wenn ich jetzt in einen Sushi-Laden gehe. Ja, okay. Okay, sehr ja. Okay. Ich gehe in einen Sushi-Laden. Ja. Und sagen wir mal, ich hole mir Sushi ja. für 12 Euro. Ja, aber wie viel kostet es wirklich? Warum Beispiel? Nein, lass mich doch mal zu Ende. Lass mich gar nichts zu Ende erzählen. Ich hole mir Sushi für 12 Euro. Und ich habe nur, ich schwöre dir, 13 Euro im Portemonnaie. Dann sage ich nicht, ey, scheiße, ich muss, wie peinlich ist das? Dann gebe ich einfach nur 13 Euro. 1 Euro Trinkgeld. Das glaube ich dir. Aber wie viel ist die Rechnung beim Sushi-Laden? Ich guck nicht so auf Preise. Ich bin nicht so nett. Ah, du guckst nicht auf Preise? Ja. Das ist auch ein Indiz. Nein, das ist kein Indiz. Ich war schon immer so. Für bei Essen was kostet denn Sushi? Isst du Sushi? Bei Essen sollte aber man was nicht kostet fahren. So ein Sushi, so eine Platte? Bruder, man kann im Rewe Sushi kaufen. Ja, aber du gehst ja richtig Sushi essen. Ja, aber ich gehe auch im Rewe Sushi kaufen. Ich gehe auch in einen verranzten Burgerladen. Richtig? Guck mal, erstens, ich war noch nie in meinem Leben im Rewe. Das kann ich mir nicht leisten. Ich gehe mal Lidl oder Aldi. Bruder, du lässt dir Wasser nach Hause bestellen. In so Glasflaschen. Was erzählst du? Ja, jede Woche kommt so ein Typ mit Laster. Der bringt die mir hoch und holt die ab. Ja, Bruder, das kenne ich von Zukunftsfilmen. Nein. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist in Deutschland. So. Du lässt dir Wasser... Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Was ist der Unterschied zwischen Rewe und Lidl? Teuer. Ist es so, dass man das merkt? Nein, jetzt ernsthaft, ohne jetzt. Boah, ich gehe mit einer Tüte Rewe, ja. Zahle ich, sagen wir mal, 50 Euro. Mit der gleichen Tüte Lidl zahle ich 32. So, aber im Rewe gibt es ja Sushi, darauf wollte ich hinaus. Kauf nicht normal im Rewe ein, hol dir dein Sushi. Achso, da. Okay. Was kostet denn so eine Sushi-Platte? Frisch, bestimmt 25 bis 30 mindestens. Wie viel kostet da, wo du hingst? Ja, das ist schon echt teuer. Was kostet das? Ja, das ist aber kein cooler Preis. Ja, okay, sag doch. Ich glaube, du zahlst für eine Person 35 Euro. 35 Euro. Ja, mittlerweile ist es schon echt ekelhaft teuer geworden. Was kriegst du da dafür? Nee, das ist aber all you can eat. Deswegen. Sushi. Ja, kannst so viel essen, wie du willst. Lohnt sich das? Ja, bei dir machen die Minus. Ja, bei mir machen die echt Minus. Aber es ist schon teuer. Das ist schon nicht cool. Guck mal, ganz ehrlich, da gehe ich doch lieber in ein türkisches Restaurant, hol mir einen Grillteller für 4 Personen und der kostet auch 34 Euro. 35 Euro. Aber die Zeiten sind vorbei. Echt? Boah, ich weiß noch, du hast unsere Zeiten vor 4 Jahren noch. Ja, einen. Genau. Bruder, das gibt's nicht. Jetzt kosten Adana-Teller teilweise 18 Euro, Bruder. Was, nochmal? 100 Euro. Was, 100 Euro? Von 4-4? Ja. Niemals im Leben. Doch. Nein. Guck mal, ein Adana-Spieß oder ein Hähnchenspieß ja. kostet jetzt zwischen 15 bis 20 Euro. Wie viel hat der früher gekostet? 9 Euro.
9 Euro bis 12, 9,13 Euro. Da, wo wir essen gehen, wenn das, was er sich holt, dieser Teller, wie viel will der kosten? 10? Der kostet 15 oder 16. Du hast diese Inflation nicht mitbekommen. Ich hab die jetzt nicht mitbekommen. Weißt du, wie teuer? Das Problem ist, ich bin aber auch nicht gut mit Zahlen. Ich zahle ja einfach immer. Ich achte gar nicht. Warum? Nein, nicht, weil ich es kann. Das ist Quatsch. Guck mal, diese Lüge. Das ist die. Guck mal, nach dieser. Ich war das erste Mal auf dem Mond von diesen Russen oder Amerikanern. Das ist die zweitgrößte Lüge. Dass dieser kein Geld hat. Dass dieser Arm ist. Die zweitgrößte Lüge. Guck mal. Es gibt auch, es gibt sogar Verschwörungstheoretiker. Die sagen, dieser hat Geld. Die haben anhand von Indizien das bewiesen. Nein, guck mal, was ich sagen will ist, guck mal, ey, das ist mir voll unangenehm. Guck mal, du weißt selber, dass ich ein Typ bin, bin ich so, dem diese Darstellung, dass man eventuell gut Geld verdient, dass das für mich irrelevant ist oder sogar teilweise unangenehm. Das bedeutet, mir ist das egal, ich laufe rum wie ein Penner mit so einem Jean-Claude Van Damme-Pulli und so einer Adidas-Hose, die 20 Euro kostet. So, ich lege nicht Wert darauf, ich habe kein Problem damit. Also, ich bringe Pfandflaschen zurück. Machst du das? Das ja, machst du nicht? Doch. Ich schwöre. Alles, was ich trinke, tue ich in eine Tüte und immer, wenn ich einkaufe, nehme ich diese Tüte damit mit hab ich kein Herz Problem. Sogar und stehe am Automat und werf so die Pfandflaschen ein. Und drück aus, hol dieses Ticket raus, was ich sehr oft auf dem Weg zur Kasse verliere. Und dann reg ich mich sogar noch auf, guck mal, weil ich sage, hey, wo ist diese 9 Euro Pfand? Frag Reda. Ja. Manchmal, ich sehe das nicht, aber wie oft reden wir, ich sage, boah, guck mal, wie teuer. Und dann sagt er, ey, guck mal, hier ist günstiger. Und dann nehme ich das günstigere. Okay, ich muss euch ehrlich sagen. Ich kaufe nicht einfach. Guck mal, du weißt das jetzt ehrlich, jetzt ohne Sprüche. Jetzt ohne Sprüche, bitte. Ja, ja. Du weißt, dass diese Inflation ich nicht so mitbekommen habe, weil ich verpeilt bin. Ja, nicht ja, deswegen. Nee, sei mal ehrlich, weil ich verpeilt. Ja, auf jeden aber Fall. Aber wo ich es wirklich gemerkt habe, ich glaube, ich habe es in die Gruppe geschickt, war, ich war in Bochum, meine ich, in diesem Burgerladen. Stimmt, da hast du es reingeschickt. Ja, da habe ich reingeschickt. Ey, und dann hole ich mir ein Burger-Menü und das hat einfach, wie hat es gekostet? Ich glaube 15, 16 Euro. Nein, mehr, 21, es war über 20. Und wie habe ich es gemerkt? Beim Zahlen habe ich nicht gemerkt. Aber dann, als ich dann da saß mit dem, und da war dieser Bon und ich gucke so drauf. Ich so, Junge, es ist hier gerade über 20 Euro für ein Burger-Menü. Du kennst also das ist ja völlig, also wirklich überzogen, weil ich habe die Zeit im Kopf, wo ich für 20 Euro zwei Burger-Menüs holen konnte. Ja, aber das wusste ich. Mit einem 20 kann ich mit Cheyenne essen. Wir können zwei Burger-Menüs ja, holen. Ja, darauf wollte ich hinaus. Dulli, du hast mir vor ein paar Wochen gesagt, ein Burger muss jetzt 15 bis 20 Euro kosten, weil sonst lohnt sich das nicht mehr für den Betreiber. Das heißt, die haben nicht einfach nur draufgeschlagen und machen mehr Gewinn. Die machen nicht mehr Gewinn. Also wenn der jetzt 12 Euro kostet, machen die weniger Gewinn, als wenn der 10 letztes Jahr kostet. Boah, diese Inflation hat alles... Weißt du, was mich am meisten schockiert? Das weiß ich aber auch durch Dulli. Ist, als der gesagt hat, das ist schon mal voll schockierend, der meinte, das Klassische, woran du es messen kannst, war immer, dass ein Cheeseburger 1 Euro kostet. Das weiß ich, weil meine Freunde die Cheeseburger, die sagen immer, halt mal Mc's, ich hole mir 3 Cheesies. Und dann weißt du immer, das kostet 3 Euro. Und er hat mir jetzt gesagt, der Cheeseburger kostet einfach 3. 2,20 Euro. Ey, Big Mac, ja, okay, das einfach ist ja, das ist 10 ja, Euro. Ja, okay, aber warte, 2,20 Euro, 1,20 Euro mehr ist ja noch okay, oder nicht? Nein. 120% mehr. Oder 1,20 Euro mehr für die gleiche... Ja, aber ich hab's so im Kopf, du hast einen Burger für 2,20 Euro. Hör, du bist nicht mehr dieser Mann vom Volk. Nein! 1,20 Euro ist nicht viel? Doch, das ist... Nein! Warte, ey, der ist so ekelhaft. Warte. 2,20 Euro für einen Burger ist doch nicht viel. Doch. Hä? Ja? Für ein Patty, alle? Stimmt, das ist ja so ein kleines Ding. So ein Patty, so ein kurzes. Was hast du gesagt? Kostet gerade 10 Euro Big Mac? Ja, Menü. Ja, ein Menü. Nein, das Menü ist teurer. 11,50 Euro. Ja, 11,99 sogar. Menü 10 Euro ist okay, sag ich euch ehrlich. Guck mal, Big Mac. Das, Bruder, das hat vor ein paar Jahren noch 6,90 Euro gekostet. Einzeln kostet 6,30 Euro oder so. 6,50 Euro. Kostet der Döner noch 3 Euro? Nein. Kostet 8 oder 7. Niemals im Leben, jetzt übertreibst du, Alter. Wo lebst du? Oh nein, du übertreibst, ich schwöre, du übertreibst. 8 Euro für Döner, geh weg, sag 5, sei korrekt. Bruder, der denkt immer noch, der ist. Bruder, der denkt immer noch, der ist im Munas Tier, Alter, von 1972, Alter, der hat doch die ganze Welt verpennt. Der hat die ganze Welt verpennt. Der denkt immer noch, der ist im Munas Tier in den 70er Jahren. Guck mal, Jungs, Döner kostet keine 8 Euro. Ich weigere mich, dass so. Ich werde nie wieder einen Döner essen, wenn das so ist. Ist so. 8 Euro? Ich schwöre, ich zeig dir. 5, sag 5. 5 ist sehr günstig. Da ist so Gammelfleisch. Gammelfleisch?
Also. Nein, Schein, jetzt ehrlich, nicht 8 Euro. So, was haben wir denn? Beginn unserer Tour. Durch die Stadt ist Hauptbahnhof. Ja, er reizt sich Imbiss, bla bla bla. Hier. Jetzt muss Onbassi die Preise erhöhen. Ein Döner kostet in seinen Läden fortan 1 Euro mehr. Nämlich 7,50 Euro. Ich konnte den alten Preis gar nicht mehr stemmen. Das hatte keinen Sinn mehr gemacht. Also er hat 6,50 kostet jetzt 7,50. Okay, kostet eine Tüte Chips. Also guck mal, diese Stapelchips im Aldi. Die kosten doch noch 89 Cent, oder irre ich mich? Oder ist das falsch? Es gibt nichts mehr für 89. Hier. Ey, bitte, Jungs, mach mir keine Angst, ich gehe nicht raus. Es geht da nicht etwa um eine Bankviertel-Luxusversion mit Trüffelsoße und aus bestem Biofleisch, sondern nur um den Döner. Sprich, irgendwas vom Tier mit Soße und Salat, Zwiebeln und Tomaten im Fladenbrot. Und das auf die Hand zum Essen im Stehen. Noch zu Beginn des Jahres kostet durchschnittlich ein Döner 5 Euro. Ja. Mit der Inflation wurde es schnell vielerorts 6, 7 oder 8 Euro. Die Dönerpreise steigen weiter schneller noch als durchschnittliche Teuerungsrate. Die massive Preissteigerungen, die man beim Döner in kürzester Zeit beobachten könnte, sind für viele Deutsche eine enorme Belastung. Okay, warte mal. Ich habe einen, diese Stapelchips im Rohr, diese Pringles sind billig. Oh. Warte, die hole ich immer, warum? Weil ich mir Pringles nicht leisten kann. Kosten die nicht 89 Cent? Ich glaube nicht mehr. Guck mal jetzt. Experten analysieren, dass wahrscheinlich der Döner die nächsten 3 Jahre auf 10 Euro geht. Dann kaufe ich aus Prinzip, das ist so ein Prinzipding, dann hole ich das nicht mehr. Ich kaufe doch keinen Döner für 10 Euro. 1,29 Euro. Ja, genau die roten, die hole ich. 1,29 Euro. Weißt du, was eine Gurke jetzt kostet? Was soll die kosten? 50 Cent? Oder der Typ, ich schwöre, der ist noch in so einer, in dieser Kapsel, wo Michael drin war, Allah. Die Zeit ist stehen geblieben. Der ist Zeit stehen geblieben. 88. Nimmt den nichts, ey, an alle Medien und so. Nimmt den gar nicht ernst. Der lebt noch in den 30ern, Allah. Ey, diese Stapelchips sind über 1 Euro. Ich hab die immer. Eine solche, was sagen, Scheiern? Jetzt ernsthaft, ohne Sprüche. Weißt du, warum ich diese Stapelchips immer gekauft habe? Jetzt ernsthaft? Weil sie günstiger als Pringles sind. Und ich hab gedacht, nee, ich sehe das nicht ein. Pringles sind teuer. Aber wenn die jetzt auch so teuer sind. Pringles sind sehr teuer. Was ist das, ja? Okay. Warte mal. Also. Ey, dann sterben wir ja bald, wenn das so ist. Wie soll man dann noch essen? Guck mal, ich hab vorgestern ein Schaf gekauft. Nein, ernsthaft? Ein ganzes Schaf. Ich will nicht online bestellen, Kostgesch. Mit. Ich will doch nur gucken, was eine Gurke kostet. Ey, Dulli, ich hab ein Schaf gekauft. Mit Kopf. Komplett das Schaf. Das hat 24 Kilo gewogen. Ich habe 220 bezahlt. So, und das hält sehr lange. Ist das gut? Ich weiß nicht, ob das früher günstiger war, aber ist okay. Siehst du? Ja. Jetzt sagen die Leute, boah, der zahlt für Fleisch 220 Euro. Ja, aber dieses Fleisch hält 4 Jahre. 1,50 Euro für eine Gurke. Echt? Ja, ist ja auch. Ja. Was ist das für ein Argument? Ey, Stapelchips kosten mehr als 1 Euro jetzt. Bruder! Was soll ich denn für Chips holen? Guck mal, damals, ich kann mich erinnern, Joghurt, diese 3,5% Fett. Was war das bei 19, 29 Cent? Das ist jetzt, glaube ich, bei 90. Sind Erdnussflips auch teurer als 1 Euro? Ich glaube schon. Kostet dieses Capri-Eis immer noch 80 Cent? Die Produktion wurde eingestellt in den 90ern. Ey, guck mal, du verarschst uns doch, Nisa, bitte. Nein, bitte mal alle Liebe, nein, wenn du uns liebst. Nein, ich schwöre, ich meine das ernst. Du hast das nicht mitbekommen. Guck mal, nein, ich habe natürlich mitbekommen, dass die Sachen teurer sind. Am Tank und so merkst du das. Aber beim Einkaufen und beim Essen merke ich es nicht. Nicht, weil ich Geld habe oder so, das ist Quatsch, ich bin arm. Sondern, weil ich einfach zahle. Deswegen fällt mir das so gar nicht auf. Aber guck mal, ich sage doch, ich kaufe extra Stapelchips. Also wenn Leute nicht zahlen würden, würde es auffallen. Weil sie nicht so teuer sind wie Pringles. Aber wenn die teuer, was ist das denn? Könnt ihr mich heute zum Essen einladen? Ja, jetzt guck mal. Wenn so kleine Produkte schon teurer geworden sind, siehst du ja auch wegen den Restaurants. Bruder, es gibt nur 2 Leute, die sind günstig geblieben. Auf der ganzen, es gibt nur 2 Leute auf der Welt. Ja. Was günstig ist. Das ist eine Rough Comedy. Du kriegst immer noch Ticketpreise in den 90ern. Ja. Und von einem Freund von dir. Der Burger ist auch immer günstig. Ja.
Ja, stimmt, da kann gar kein Gewinn. Ne? Okay, mal. Sag mal irgendwann ein Produkt, ich guck mal. Ich finde das gut. Ja. Okay, ich würde jetzt noch sagen, Erdnussflips sind immer noch unter 1 Euro. Ja, okay. Ja, siehst du, weil das wird ja, mein Herz warte, brechen. Warte mal, Erdnussflips, Preissteigerung. Ich will mal gucken. Erdnussflips können nicht teurer als 1 Euro sein. Das wäre ein Skandal. Also hier gibt es Erdnussflips für 1,11 Euro. Also ich bin ja auf Shopping. Dann ja, da wollen nur die reichen Leute kaufen. So. Hier, Erdnussflips sind seit 2017 um 25% erhöht worden. Boah. Das heißt, bei 1,25 Euro teurer. Aber die Menge bleibt gleich. Ja, das ist so Betrug. Das ist Inflation. Das ist Inflation, das ist das Leben. Wenn man Geld drucken kann, ohne Gegenwehr. Black Friday Deals. Erdnussflips ab 1,27 Euro. Guck mal, hier, schön. Ist in Afrika jeder Freitag Black Friday? Da kannst du sagen, was willst, die können uns nichts machen. Die haben nicht die Macht, die Armen. Preisprodukte, Preisentwicklung, okay. Aber in Tunesien sind wir reich, Scheiern. Ja, weil da ein Schaf 3 Euro kostet. Ja, ich schwör. Ja, aber ein Schaf 3 Euro ist okay. Guck mal, jeden Tunesier, mit dem ich rede und das natürlich nehme, ne, was ihr sagt, die sagen, das stimmt nicht. Tunesien ist arschteuer, auch für deutsche Verhältnisse. Nein, nicht für Deutsche, nein, das stimmt nicht. Ich schwöre, für Deutsche, nein, das ist eine Lüge. Es ist teuer für tunesische Verhältnisse. Also das Volk wird da immer ärmer. Und da kommen wir ins Spiel und nutzen die Situation aus und lassen uns wie die Könige da gehen, während das Volk verhungert. Das ist doch toll. Okay, warte mal. Aber heißt das, wenn, also je afrikanischer es wird, geh mal weg von Tunesien, also je südlicher wir gehen in Afrika, also in die ärmeren Länder, desto reicher werden wir, ne? Aber sind die hier unten? Das heißt, in Kenia sind wir Millionäre. Sierra Leone bist du Millionär. Ja, was willst du da kaufen? In Sierra Leone. Ja, aber dann baue ich mir einen Palast. Was? Mit Stock und Lehm? Ja, mit Stock und Lehm. Andere Sache. Eine Spanplatte. Ja. Haben wir für 14 mm, weil es gibt nur gerade Zahlen bei Spanplatten, nur kurz nebenbei. 14 mm, ich glaube 2 Meter lang, 40 cm breit, ne? Haben wir für eine Spanplatte, ich glaube 15 oder 16 Euro bezahlt. Ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren gab es die für 3 oder 4 Euro. Boah, okay, das ist super übertrieben. Holz! Wo wir im Baumarkt. Ey, Holz, ne? So ein Balken, ne? Teilweise 60, 70 Euro. Ein Holzbalken, Bruder. Das, also. Da fällst du aus allen Wolken. Meine Damen und Herren, bevor ich hier meine Existenz hinterfrage. Folgt alle den Deutschen auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon, auf YouTube, auf Napster, auf Apple. Du dann weißt auch nicht, dass Napster abgeschafft wurde. Ist Napster noch da? Auf LimeWire. Auf Kasa-Line. Auf Kasa. Im Mule könnt ihr auch den Podcast hören. Achso, das sind ja alle diese Download-Programme. Nein, aber Napster ist ja kein Download-Programm mehr. Das ist doch irgendwann so eine Musik-App. Oder Napster wurde 2001 geschlossen oder so. Nein, das ist so eine Musik-App. Da kannst du Musik drüber hören. Ja. Ja. Der Musik. Napster, der Gründer, hat ja auch Facebook, ist ja auch durch Facebook Milliardär geworden. Der hat sich doch da eingekauft. Okay, also meine Damen und Herren, vergiss, was ich gesagt habe. Nochmal von daher. Einfach Napster, Bruder. Folgt dem Podcast. Auf Spotify, auf Amazon, auf Apple. Ich will noch was gucken. Auf Google Play. Ja. Folgt uns auf YouTube, abonniert. Dann macht euch bereit, denn am 1. Dezember werden wir den ersten Live-Podcast-Stream machen. Was das heißt, das ist nicht irgendwo auf einer Bühne, sondern wir sind hier. Es kommt ganz normal Donnerstag 20 Uhr online. Nur diesmal ist es nicht vorher aufgenommen. Ja, 18 Uhr. 18 Uhr, Entschuldigung, 18 Uhr. Es ist nicht vorher aufgenommen, sondern es wird live, nehmen wir auf, während wir senden, gleichzeitig. Und da werden wir bekannt geben, zwei Sachen. Einmal kommt der Verkaufslink für unseren Weltrekord.
in der Lanxess Arena in Köln und das Datum wird bekannt gegeben, wann es stattfinden wird. Und die Specials werden bekannt gegeben. So, dann möchte ich euch darauf aufmerksam machen, meine Damen und Herren. Boah. Dass wir nicht mehr... Gibt es noch diese Danone-Sahne, ja, wo oben Sahne ist und Schokolade? Ich kann mich erinnern, früher haben die 19 Cent gekostet, ne? Einfach 79 jetzt. Okay. Aber es ist immer noch unter 1 Euro. Bruder, 50 Cent Erhöhung. Alles unter 1 Euro ist günstig für mich. Okay, das heißt, wenn du früher eine Fitness-Tablette für 3 Cent bekommen hast und die kostet jetzt 98, ist immer noch günstig. Ist immer noch günstig, aber ist teuer geworden. Das ergibt keinen Sinn, ich weiß. Okay. So, meine Damen und Herren, ich bin noch nicht fertig. Ich bin am 27.11. in Leverkusen, richtig? Da sind wir kurz vorm Ausverkauf. Ja, ich will später nichts hören. Also alle aus NRW und aus der Leverkusener Umgebung. Kommt da vorbei. 27.11., ne? Ja. Was haben wir heute? 14. Also in 2 Wochen knapp. Ne? Kommt da vorbei, dann geht's im Dezember weiter. In Wesel bin ich. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Khalid Bounoua. So, kommt alle da vorbei und kauft Tickets. Ansonsten, ich komme in die Schweiz. Ich bin überall. Geht auf www.nisa.tv und kauft euch Tickets. Ich liebe euch alle. Danke an meinen fantastischen Partner Cheyenne Garcia. Danke an Nisa, die geile Sau. Geht auf jeden Fall auf www.nisa.tv. Ja, gefolgt Cheyenne auf allen seinen Kanälen. Es kommen jetzt wieder Straßeninterviews. Heute, ja? Ja, heute sind einige neue Sachen angekommen. Mit geilen Interviews, geile Interviewpartner, lustige Momente, schöne Situationen, die jemanden eventuell kurz aus dem Alltag rausholen, dass man Freude empfindet. Ja. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ciao. Ciao.